was Geiles gerissen. Voll im Möw. Echt? Die ganze Seite ist offen. Warum sieht die Welt wieder anders aus? Konzentriere dich mehr auf die Rede, anstatt darauf. Klar, habe ich mir auch meine Gedanken dazu gemacht und mir gedacht, okay, vielleicht könnte es jetzt für mich vorbei sein. Aber weil ich in der ganzen Reise alles gegeben habe, will ich einfach ins Finale. Aber glaubt ihr, es gibt jetzt ein Viererfinale? Jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Ich kann keinen sagen, wo ich denke, es wird knapp heute. Nee, ich auch nicht. Niemanden. Alle sechs im Finale. Ich möchte wirklich nicht in Heidis Haut stecken und entscheiden, wer heute geht. Wir sind alle starke Charaktere. Manche sind in den Dingen besser, manche in den Dingen. Man kann es null miteinander vergleichen. Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr, 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 sehr groß überrascht werden, welche zwei heute gehen werden müssen. Okay, seid ihr bereit? Ja. Bereit? Yes. Ich gehe auf jeden Fall mit einem guten Gefühl raus bei diesem Rede, denn diese Rede halte ich nicht nur für die Gastjuroren, sondern auch für mich selber. Denn das ist so wie ein Kapitel und man hält eine Rede und man schließt dann damit ab. Hallo. Hallo, Celine. Wow. Wenn ich meine Reise bei GNTM Revue passieren lasse, ich habe vom ersten Tag an versucht, mehr als 100% zu geben. Diese Zeit hier hat mir so viel Erfahrung geschenkt. Sei es bei Jobs, sei es bei Catwalks, sei es bei Shootings. Celine, wow! Super wow! Aber das war nicht mal meine größte Entwicklung hier. Das ist aufregend. Meine größte, allergrößte Entwicklung, die ich darauf auch mega stolz bin, ist meine persönliche Entwicklung, meine Persönlichkeit. Denn was mich am meisten an meinen Grenzen gebracht hat, ist die Ablehnung in den zwischenmenschlichen Situationen. Ich habe immer wieder versucht, perfekt zu sein, dass jeder glücklich ist, dass jeder zufrieden ist. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich gar nicht nötig, so zu sein. Denn was ist so schlimm daran, nicht perfekt zu sein? Und eigentlich bin ich zu GNTM gekommen, um eine Botschaft zu übermitteln. Aber der größte Botschaft war an mich selbst. Oh. Danke dir, Celine. Wow, ich finde, du hast es richtig toll gemacht. Also, es hat sich auch gar nicht so einstudiert, angehört, sondern als hättest du wirklich von deinem Herzen geredet. Es hat mir sehr gut gefallen. Danke dir, Celine. Dankeschön. We're only humans, floating on a rock. Wie man es vielleicht erahnen kann, war ich wirklich beeindruckt von Celine. Sie hat da eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Und ich finde, sie hat das so souverän gemacht und so ehrlich und so stolz, dass ich da sehr, sehr viel Respekt vor habe. Wirklich. Ja. Ja. Und nach der Rede? Du bist aufgeregt und du hast improvisiert, ne? Ja, also ich habe nicht genau das gesagt, was ich geschrieben habe, aber ich habe die Gedanken. Ja, das war richtig gut. Ja. Okay, ich glaube, ich improvisiere wirklich einfach komplett. Da klammert man sich dann nur am Ende dran fest oder ist dann unsicher, wenn man es genauso sagen will, vergisst die Hälfte. Für mich sind Emotionen was sehr, sehr Intimes. Ich mache mir sehr gerne Gedanken darüber, wie viel ich Leute in mich hineinschauen lasse, in meine emotionale Welt. Aber ich habe in dem Moment einfach gedacht, du erzählst jetzt einfach, was du wirklich fühlst. Wie es vielleicht manche Menschen überraschen mag, aber für mich war es sehr schwer im Vorfeld, die Entscheidung zu treffen, ja, ich gehe zu Germany's Next Topmodel. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viele Unsicherheiten hatte im Vorfeld und auch immer noch hat. Ich hatte Angst, hier in Situationen zu geraten, die ich nicht kontrollieren kann. Und natürlich ist das passiert. Ich tendiere dazu, sehr, sehr stark das mit extrovertierter Stärke zu überspielen, die hier und da gerne mal bröckelt. Und warum bin ich hier? Um sichtbar zu sein, für mich, für andere Menschen. Hey, Alex! Sehr gut. Und
gleich im Anschluss noch mehr zu geben. Ich habe für mich herausgefunden, dass nicht, wie ich gedacht habe, Shootings mein Ding sind, sondern Catwalk auch. Die Boys, Boys, Boys Edition habe ich mit sehr, sehr viel Skepsis entgegengeschaut und musste feststellen, als ich über meinen Schatten gesprungen bin, was die Woche, die mir am meisten Spaß gemacht hat hier. Und was ich aus der Erfahrung hier mitnehme, ist vor allem, dass ich keine Angst haben brauche, meine Unsicherheiten zu zeigen. Dankeschön. Danke, Alex. Good job. Whoa, girl. Proud. I'm very proud. Das war richtig, richtig gut. Danke. Mir ist am Anfang so richtig Luft weggeblieben. Ich war so. Ab jetzt liegt es nicht mehr in meinen Händen. Es wird nur noch beurteilt, wie das, was ich geleistet habe, war. Aber ich kann nichts mehr machen. Liebe Celine, liebe Alex, ihr geht gemeinsam rein. Tschüss, Girls. Genießt. Genießt es? Keine Ahnung, was man das sagt. Ich wünsche mir auf jeden Fall ins Finale zu kommen, weil ich denke, dass ich auch sehr viel dafür geleistet habe. Immer wieder versucht, mehr als 100% zu geben. Und es wäre schön, das auch belohnt zu werden. Beide sind safe, beide im Finale. Beide. Hallo Celine. Hallo Alex. Hi. Hi. Celine, you're stunning. But an advice for you, I would say just, you know, maybe a notch down. Maybe you were like a bit aggressive on the runway. It could have been a little more subtle. You know, be easy and have fun with it. Thank you. Und was sagst du zu Alex? Well, I thought your performance on the runway was spectacular. The way you showcased the dress was incredible. And I think you did a great job. Thank you so much. Alex, deine Bilder sind wirklich gut. Du hast ein sehr fotogenes Gesicht. Wir waren sehr begeistert. Dankeschön. Celine, du bist ein wunderschönes Mädchen. Hattest bei unserem Covershoot ehrlich gesagt auch eigentlich die wenigste Zeit. Hast dich sehr schnell in das Set reingefunden. Und du hast für mich etwas sehr Graziles, Elegantes. Und das ist natürlich das, was wir wollen bei Harper's Bazaar. Celine, ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als wir uns zum allerersten Mal begegnet sind. Und bereits da hast du mich schon mit deinem Aussehen umgehauen. Und auch mit deinem extravaganten Walk, muss ich sagen. Celine, interessanter Gang. Ich kann es gar nicht abwarten, den zu sehen im Abendkleid. Aha. Und ich muss auch sagen, du hast nicht nur mich um den kleinen Finger gewickelt, sondern auch viele meiner Gäste. Wenn ich so in meinem schlauen Buch nachgucke, keine andere hat so viele Jobs ergattert wie du. 4 Stück ist keine schlechte Quote. Chapeau, Celine. Dankeschön. Danke. Alex, erinnerst du dich denn noch an den ersten Tag unserer Reise? Ja, definitiv. Daran erinnere ich mich, ja. Manfred Mügler hat nämlich gesagt, dass er dich richtig toll findet. Wow. Sogar so toll, dass du zu einer seiner 3 Favoritinnen gezählt hast. Liebe Celine, ich muss ehrlich sein. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wer heute ins Finale einziehen darf. Und bei all meinen Überlegungen bist du nicht vorgekommen. Everything I want, I have. Weil es einfach auch auf der Hand liegt, dass du im Finale sein musst. Herzlichen Glückwunsch, Celine! Du bist nächste Woche im Finale! Was? Ich sehe dich nächste Woche im Finale.
kann es noch nicht beschreiben. Also ich weiß nicht, Heidi hat mich versucht aufzunehmen. Mein Herz hat in dem Moment kurz schneller geschlagen. Aber dann hat sie gesagt, dass ich im Finale bin und ich bin so glücklich, es ist unbeschreiblich. Es ist Endspurt erreicht. Kommen wir zu dir, Alex. Du weißt, ich kann nicht alle mitnehmen ins Finale. Trotzdem möchte ich mich bei dir bedanken für diese aufregende Zeit, dass du hier gewesen bist. Es war einfach toll, dass du Teil von Germany's Next Topmodel gewesen bist. Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, möchte ich dir noch eines sagen. Bitte nimm dir nächste Woche nichts vor, denn ich brauche dich um 20.15 Uhr am Donnerstag. Okay, nächste Woche im Finale. Herzlichen Glückwunsch! Alex, auch du bist im Finale. Tausend Dank. Wirklich, danke, danke, danke. Und bis nächste Woche. Viel Glück! Ich bin Trippelschritte zurückgelaufen. Also so viel Freude wird hier niemand mehr von mir bekommen. Finale. Und ja, jetzt will ich natürlich auch gewinnen, ne? Wenn ich schon im Finale bin.